Ja, weil die Quest, ja, ich nehme an, wir müssen hier nur abgeben oder so. Das ist der Alchemie-Typ hier. Ja. Habt ihr Interesse an diesem merkwürdigen Pilz, den ich gefunden habe? Habt ein gutes Auge. Dieser Pilz. Geiler Anfang wieder. Trank verstärken, dem ich ihn beigebe. Ich habe ja einen Pilz. Nehmt ihn. Als Gegenleistung anbieten. Ihr könnt jetzt 5 weitere Tränke tragen. Schade. Oh, so viel Rotmarin. Oh. Oh gut. Na, guck mal, was wir machen können. Was ist das denn? Level 100 plus. Mhm. Haben wir hier irgendwo einen Weltboss in der Nähe? Da wäre nämlich ein guter Anfang wieder. Oh, nö. Okay. Ich brauche 3 Punkte, um den Baum zu befriedigen. Ja, ich auch. Gut. Können wir das hier machen? Höllenflut. Ich vergesse immer, ist Höllenflut immer das, wo wir diese Dinger bekommen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das hier? Hier. Brodelnde Monstrosität. Das ist im PvP-Gebiet wieder. Dann haben wir hier Brodelnde Monstrosität, auch PvP. Ich frage mich, woher wir diese Punkte bekommen haben, ja, diese geläuterten Samen. Da müssten wir ja irgendwann mal hier so ein Ding ja mal. Ja, einmal werden wir das wohl gemacht haben, ne? Haben wir diese geläutert oder so. Ja, wir haben, ja. Aber wo man dann ermordet, ne? Ja, das kann gut sein, ja. Deswegen verstehe ich nicht so genau. Müssen wir irgendwie nicht genau irgendwie. Müssen wir nicht die ganze Zeit überleben oder so? Irgendwie Samen genommen, wir haben uns zu Feinden gemacht und dann sind wir direkt zur Statue gegangen und haben es geläutert. Ja, ja. Gucken wir mal. Na gut. Ich will halt irgendwie nochmal versuchen. Einfach nochmal zu gucken. In so einem PvP-Gebiet links gegangen. Warum ist denn hier schon jemand tot am Liegen? Ja, das ist Duriel. Duriel! Oder wir wurden mir in meinen Empfehlungen. Was tut er denn da? Duriel! Wenn ich irgendjemand gerade Duriel macht, dann sind wir alle verloren. Und wie leicht die da durchgegangen sind, die haben ja alles gewonshottet. Ja, die waren ja auch alle Level 100. Boom. Herausforderung zu. Gott. Da gehen aber alle auf mich los jetzt. Was ich halt mache. Ich muss warten. Oh Mann. Das gut geht. So, hier ist niemand. Hier soll eigentlich jemand rumlatschen. Ja, Tisch. Oh nein, nein, Hinterhalt. Viele Punkte hast du? Meinst du die roten Steine oder? Ja, ja. 53. 53? Ja, du nimmst die alle auf, Daniel. Vergiss das. Ich habe mich da schon jetzt zurück. Ich dachte, du hast ein paar eingesammelt. Ah, die kommen alle. Ich habe keine Wut mehr. Was ist das hier nochmal? Ach, da müssen wir irgendwie
Müsste Verwendung als Feind. Okay. Oh, da oben sehe ich was. Oben links. Ein Buffer dabei. Machen wir den platt. Ich will da oben auf deinen Totenkopf hier, der da rumläuft. Nein, schon wieder. Boah, Alter, wie viele Gegner. Ich habe die alle getriggert auf mich. Aua. Ich glaube, ich sollte diesen Angriff mit Bedacht einsetzen. Verdammt. Ja. Ich habe heute das Leben. Ja, danke. Nein. Oh, so viel Geld. Ich muss warten. Vielleicht sollte ich nicht alle Gegner triggern, wenn da so viele sind. Das hättest du jetzt nicht wirklich verhindern können. Die haben uns ja gesehen, als wir da rausgekommen sind. Ja, aber ich sehe mal so Totenköpfe oder irgendwie so was über den Köpfen der Gegner, ich die gesehen. Die waren überall. Ich habe nur Totenköpfe gesehen. Ich weiß nicht, ob die alle auf mich losgegangen sind. Da, wo ist denn der eine Typ jetzt hingerannt? Also, boah, guck mal, wie schnell der auf der Karte ist. So, ihn hier will ich erledigen. Ohne der Monstrosität. Boom, boom. Heilig, ja, ich habe irgendwas bekommen. Ah, der Helm, den ich gerade trage. Nee, das ist der Totenkopf. Ja. Jetzt haben wir ja genug. Ja. Okay, aber lass mal versuchen zu läutern. Was kann schon schief laufen? Ne? Alter, bin ich von meinem Pferd geschmissen. Ich muss warten. Nein, ein Zündler. Oh, zum Glück hat er nicht Zündler. Ich muss warten. Aua, what the... Wir machen ja immer so viel Schaden. Boah. Okay. Altar der Extrahierung. Oh, machen wir mal. Das kann schon schief gehen. Okay. Wenn er kommt, dann müssen wir halt schnell rennen oder so. Ah! Ich muss warten. Weg. Ich habe kaum noch Blut. Warte mal, in der Stadt gibt es da auch irgendwie so weit, wo wir interagieren können, aber als Feinde markiert sind, ne? Ich bin noch nicht bereit. Yay. Ritual abgeschlossen. Ja, jetzt habe ich aber die Punkte bekommen. So. Ich will mich nicht erklären. Ja, wir haben das ja abgeschlossen. Ich
Ich meine, du hast die Punkte jetzt auch bekommen, ne? Ja. Ja. Ja, ich fällt ab. Lass uns mal kurz zu der Stadt zurückgehen, weil da gab es ja auch irgendwie so ein Altar oder so. Ja. Damit wir interagieren können, wenn wir als Feinde markiert sind. Das kann ich hier nicht tun. Müssen wir die Mechaniken ja mal lernen. Natürlich mal absteigen. Ja. Wo war noch mal das Ding? War das hier Altar der Erläuterung da? So, was ist das hier? Ihr müsst für die Wendung als Feind markiert sein. Waren wir doch. Okay, anscheinend nicht. Cool, aber ich habe Punkte bekommen. Diese roten. Ja, ist doch schon mal was. Dann machen wir die alle fertig. Den ganzen anderen Spiel. Ja. Dann gehen wir zum Bäumchen. Okay. Ich glaube, ich muss meinen Ruf mit Bedacht einsetzen. Nicht, wenn irgendwie 50 Millionen Gegner da sind. Ja, was hat denn das für eine Fähigkeit? Jetzt wird der Gegner auf dich setzt? Oder? Ja, das ist so ein Verspotten-Move halt. Okay, ja. Die Gegner auf mich. Ich habe den schon hochgelevelt und so. Ich bekomme etwas mehr Leben, wenn ich das aktiviere. Und ich bekomme mehr Dorn. Ah, oh, okay. Wo hatte ich irgendwie diesen Schlachtruf, der unseren Schaden ein bisschen erhöht. Es ist getan. Okay. Oh, orange, große Brustpanzersammlung. Da war orange. Und da ist nicht was Geiles drin ist, ne? Brustschutz, heiliger. Zwei Brustschütze. Mauganzwerk. Mauganzwerk, Albtraum Siegel haben wir schon. Den haben wir glaube ich noch nicht. So, vielleicht mal meine. Nee, was ich hier ab. Habe ich Maugans. Doch, haben wir. Verdammt. Er klang so unbekannt. Ich dachte, den hat man noch nicht. Nein. Außerdem habe ich nichts Gutes bekommen. So, was sind das denn für Zeichen? Achso, ich bin mal Artefakte. Aspekte. Schade, aber ich habe so eine Lila, so eine orange Kiste bekommen, deswegen habe ich gedacht, ich krieg vielleicht jetzt was Geiles. So, eine Legion in 5 Minuten. Wo ist das hier? Ich will lieber Weltboss machen. Aber haben die nicht. Ja, gibt es ja auch ein Spiel. Nicht solange ich in der Stadt bin. Kann ich ja meine. Gibt es ja auch einen Okkultisten? Ah, nee. Doch hier. Oder? Ja. Ich kann schon wieder 3 herstellen. Ja, 1 kann ich herstellen, verdammt. Dann schauen wir mal. So, so. What? Exquisite. Mit Dreieck, what? Auf den Lichtort schon. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. So, Gasse des Verräters in Trockenstäbe. Gasse des Ver- die haben wir noch nicht, aber die ist Level 23. Machen wir die. Okay. Weil die haben wir noch nicht, deswegen müssen wir sie machen. Außerdem kriegen wir dauernd auf der Fresse auf die ganz schweren Dinger. Müssen aber chillen, ja. Das kann ich hier nicht tun. So.
Du musst aber bedenken, wir gehen die ganze Zeit hier in Albtraum Dungeons, die eigentlich über unserem Level sind. Aldurwald. Hm? Haben wir das? Aldurwald? Wo ist das? Skolgen. Skolgen. Ja, aber. Verdammt. Irgendwann werden wir sowieso nicht darum rumkommen, Doppelte zu machen. Aber warum, wenn man auch erst noch neue bekommen kann? Also, wo ist das verdammte Ding schon? Latte des Verräters. Wo ist das? Trockensteppe. Ja, wie heißt die? Irgendwas Verräter? Gasse des Verräters. Gasse des Verräters. Ne, die haben wir nicht. Habe ich die nicht gerade aktiviert? Habe ich die nicht gerade aktiviert? Ich weiß nicht, was du gerade aktiviert hast. Gasse des Verräters? Ja, habe ich doch gerade aktiviert. Ja, okay, dann. Ich gehe da jetzt hin. Wenn ich meine einige Pringles Imitate von unbekannten Namen hier esse. Okay. Niemand weiß, wie die heißen. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Ja, ich kann es mir schon denken, Daniel. Mhm. Meine Gasse des Verräters war Stufe 28. Ja, ich sehe schon. Ja. Ja, verkackte Blitz. So, Level 7. Okay, sind auf unserem Level. Au! Warum so viel Schaden? Also ja, Ah, warum so viel Schaden? Aua! Na, das ist so, ich glaube, da reden wir irgendwie so weiter. Ich hab doch gesagt, pass auf! Aber ich glaube, meine Rüstung sind auch gar nicht. Aber doch, ich hab wieder belebt. Ne, ist alles repariert. Nimm so viel Schaden irgendwie. Habe ich mal Herausforderungsruf aktiviert. Ich brauche mehr Wurf. Boah. Ah. Ah, kann nervig werden. Ich habe nicht genug. Oh Gott. Ja, ich vergesse. Ja, bis vergessen. Komischerweise, für mich geht das hier noch, ey. Überraschenderweise mal. Ja. Normalerweise nicht, der ist der am Schreien, ist ey. Am Waffer. Oh, du hast so viel Schaden nehmen gerade. Oh geil, ein gespielter damals. Ja. Alter, diese blöden Fliegen, die mir so viel Schaden machen. Du musst ja nicht mehr schilden. Hallo. Bonk. Ich brauche mehr Wurf. Ja, ich sollte vielleicht eher versuchen, die Fliegen auszuweichen. Mir machen die auch viel Schaden. Ja.
War nicht unser erstes Albtraum Dungeon oder so mit so einem Blitz? Weiß nicht, ob das dein erste war. Aber eins der ersten jedenfalls. Ich bin voll durch die Blinde durch. Das hat er nicht geschafft haben. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott, aua! Ja, du hast ja doch überlebt, oder? Ja, mir ist gerade eingefallen, wir sollten uns vielleicht nicht so weit trennen. Ich wusste nicht, wie du da lang gegangen bist. Ja, aber du hast halt überlebt. Ja. Du hast mal eine Menge Schaden genommen, aber du hast halt überlebt. Ja. Na toll, über in den Gift hier rein. Ja. Au. Das ist auch Gift, Daniel. Ja. Oh, die blöden Fliegen. Unser magischer Regenschirm beschützt uns. Beim Schicksal. Wer hat das gesagt? Was hast du? Oh Gott. Oh Gott, Feuer. Ah. Warum? Ich war schon wieder verrückt. Warum nicht denn so viel Schaden hier? Ach, ich habe mich getroffen. Oh. Ah. Oh, das gibt's nicht. Der explodiert. Oh. Ich dachte, der wäre da unten gewesen, ey. Oh. Ich hab ihn jetzt aufgenommen. Oh, ich wollte ihn wieder benutzen. Ja, der Stein war da. Einmal müssen. Ja, nur als. Ja. Ja, Daniel. Hast du getan. Daniel macht seinem Namen echt alle Ehre. Ja. Mein Schlacht ruft mir irgendwie. Das ist ein netter Speer, den du hast, Daniel. Kann ich den mal halten? Ja, wo krieg ich schon wieder Schadensbonus? Mein Schlachtruf, mein Kriegsschrei, den ich vorher hatte, der hat mir aber auch nicht Schadensreduktion oder so gegeben. Deswegen wundere ich mich, warum ich die ganze Zeit hier verreck. Blindhöhlen. Blindhöhlen. Blind, ja. Blindhöhlen. Ja, habe ich es auch. Okay. Also die haben wir. Ja. Okay. Wird verwertet. Hm. Ja, greif schnell an. Au. Ich muss warten. Ah. Noch jemand? Noch jemand? Noch jemand? Hurri. 2 Sekunden. Ich muss mal. Habe ich irgendwo noch Stärke, 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 Stärke? Das eine Ding schon mal zurückbringen, dann. Ich bringe das eine Ding schon mal zurück. Mach das. Du bist nicht so weit weg. Ich muss. Müssen noch zusammenbleiben. Da sind ein paar Gargoyles aufgetaucht. Den kündigt sich aber immer so an. Ich habe immer so vorher so ein kleines. So ein kleines. Da
habe meine Version davon genommen, wäre natürlich schwieriger. Meine war Stufe 28 hier von dieser Waffe hier. Ja, ja. Also ich frage schon ordentlich viel, also. Ich weiß nicht wieso. Ich habe kaum noch Blut. Wir werden schon noch hochleveligere Sachen im Laufe des Tages finden. Ich habe glaube ich sogar noch eine, oder? Nee. Wäre doch mal mein letztes, genau. Aber nicht froh, wie hast du eine von deinen Sachen schon irgendwie auf Level 15 gebracht hier, was wir immer erleveln können nach den Albtraum Dungeons? Ich auch nicht. Dann erhöht sich ja der Bereich hier einmal. Für mich ist da der unwichtig, gerne. Ich habe ja die Boni schon, also. Ja. Ja, ich habe die Boni schon bei beiden meiner Glyphen da. Aber kriegst du auch noch mehr Boni danach, oder? Also nicht. Oh, Ketten. Was zum? Oh Gott. Ich hab mich doch einmal gehauen. Was ist hier los? Dann mach ich heute falsch. Au! Was zum? Das war ein Schlag! Was ist hier los? Aua! Warum? Hey, was ist das? Warum fahr ich hier? Was ist deine Rüstung? Meine ist 6833. Rüstung 5866. Ja, hab ich eingesammelt. Steht gar nicht, was hier in meiner Welt sein, weißt du, wie ich mich mal fühle. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Selbst ohne Herausforderung zu. Skill ausgetauscht hast, ich schwör. Ja, da gibt's immer ja nichts, irgendwie so eine Schadensreduktion oder so. Verstehe halt nicht. Das ist wegen dem Update dann. Jetzt haben die Barbaren Scheiße gemacht. Hä? Ist ja nicht mal. Waffe. Ah. Ich habe keine Wut mehr. Oh, dein Lieblingsangriff wieder. Ich wollte ja gerade voll so rausstürmen. Ey. Das habe ich ja nicht gemacht. Oh Gott. Wo soll ich denn hin ausweichen? Ich bin im einen ausgewichen und in der andere rein. Boah. LFG vor Duriel. Ach, wir müssen die Dinger hier einsammeln. Diese Lichter. Ja, jetzt über dem Level. Können wir versuchen, den Zuckermann wieder herauszufordern. Ja, ja, wollte ich auch gerade, ehrlich gesagt, mal versuchen. Aber der hat ein Schild. Jetzt geht's los. Ah. Ah, nein, der hat mich rausgezogen! Nein, Mann, dieser Sack! Rausgezogen, ja, mich auch! Dieser Elende! Boah! Ich werd jetzt umgebracht, ne? Das wäre jetzt nicht unser Teil gewesen, ne? Hab gar nicht gemerkt, dass er ich auch gezogen hatte. Dass er zwei auf einmal ziehen kann, ganz schön. Ja. Oh Gott. Ah, hab ich schon wieder einer gezogen. Sag, komm her. Ich nehme mich doch. Nicht bereit. Ja, meinst du, wir schaffen den Zuckermann? Das weiß ich
ey, weil das ist ein ziemlicher Unterschied gewesen an B. Ja, ja. Der hat uns ja nicht leichtfertig gemacht, der hat uns ja richtig gegeben, ey, die Platten, ey. Ja. Ich überlege, aber wir den, wir haben den Dreck auf Level 70 irgendwie gepackt, als wir ihn in Schwierigkeitsgrad umgestellt haben, glaube ich. Ja, ja. Da ist ein Buffer, der wieder mal weg. Ich muss warten. Ja. Ich meine, er hat uns richtig gegeben, das ist ja noch schlimmer als der Kampf gegen Echo Elias, ey. Ja. Warte mal, wenn so ein kleiner Gegner auf mich zurennte. Das war voll lustig, ey. Die sterben direkt an mir. Und dass ich irgendwie angreifen muss. Das wäre das erste Mal, dass wir so weit geschafft haben mit so einem Effekt hier. Ja. Wir haben das vorher noch nie geschafft. Wir sind immer gescheitert an diesen Dungeon für diese Split-Ding da drin. Ich muss machen. Wir sind jedes Mal gescheitert an dieser. Mal wollte ich nicht. Ich kann mich nur an eine noch erinnern. Ich bin noch nicht. Nein, daneben. Hat er noch einer? Ja, verständlich, warum wir da immer die Schelle sind. So ein nerviger Effekt, wir müssen immer warten. Also das Problem ist, wenn das nicht, wenn da keine Gegner sind, wenn da Gegner sind, du unter das ja, ja. Unter den Schild da musst und dann müsst ihr mit den Gegnern unter dem Schild. Ey, die packen dann so ein paar Giftpfützen und so am Boden, die sind genau im Schild drin. Ja. Ja, ja. Oh, da ist ein Buffer. Mir gar nicht so mit vier Spielern irgendwie so vorstellen. Gott. Ich habe ein paar Fähigkeitspunkte aus meinen Tentakeln rausgenommen und was anderes reingesteckt, damit meine Knochenfähigkeiten mehr Schaden machen. Alles klar. Das ist nicht wirklich ein Verlust, weil das Einzige, was die das halt machen, meine Tentakel weniger Schaden. Ob das wirklich ein Problem ist, weil die nicht damit gar nicht Schaden machen. Ja, die sind ja eigentlich nur zum Heranziehen da. Ja, ja. Die haben jetzt ein bisschen eine höhere Abklingzeit, das ist aber immer noch unter 10 Sekunden. Also, Ereignis? Ja, Ereignis, ja. Pass auf. Boah. Da könnte nervig werden, ey, mit dem Schild, wenn da viele Gegner kommen. Ja. Ich merke sofort den Unterschied, ey. Dieser Basisangriff macht viel mehr Schaden als die Sense. Ja, die gehen halt, die gehen auf die NPCs los. Die schützen müssen. Voll einfach. Ja, macht Sinn, dass er mehr Schaden macht, ey. Das ist ein bisschen ganz schön mit Knochen an. Boah, wer ist das? Oh, shit. Unser Drücker. Ach, zu viele Totenköpfe immer. Aha. Der ist schon wieder Gift verzaubert, der eine. Nein, ich hab grad dahin gefegt. Keine schlechte Idee, Daniel. Du ziehst die, du lockst die an und dann tue ich meine Tentakeln einsetzen. Ja. Da war ja richtig unsozialer Scheiß drin, ganz ehrlich. Ja, ein paar Obolus habe ich bekommen. So. Deponiert in Animus-Urne. Da muss ich mir merken, wenn du die Fähigkeit einsetzt, setze ich meine Tentakeln ein. Ja. Ziehen wir die noch besser in allen Orten. Oder ich setze meinen Knochengolem ein und der kann auch so einen Tort an den Torn abgriff. Ja. Dann tut er deine Sache aus Konter. Ich nehme mal an, Priorität ist dann, wer das als erstes einsetzt, ey. Weiß ich nicht. Nehme ich mal an, wenn du da, wenn mein Golem das nach dir einsetzt, dann wird deins über. Ja. Meins hält irgendwie nur so 6 Sekunden oder so.
Der mal Golem, der hat auch keine lange. Ich wollte mal ausprobieren. Das war überraschend chillig, ey. Ja. Dann war da der Geißel. Der haut mich. Ich sehe nur, wie jedes Mal, nachdem er ausgeholt hat, voll Schaden im Bild. Aber der ist schon gleich tot, ey. Ja. Yay, Fokus, heilig. Flinker Forscher, tötet ein Albtraum Dungeon. Was stand da? Oder nicht? Ich glaube, wir haben eine Rekordzeit. Ja, Forscher, Spielertitel. Ja, ich nehme an, weil wir jetzt schnell erledigt hatten oder so. Das kann gut sein, ja. Das ja schnell. Also Flinker Forscher ist das, deswegen. So, wir sind bei Titel Agiler und Forscher, ne? Ja. Okay, neuer Beinschutz. Ich habe noch nichts Gutes hier gekriegt, ey, ganz ehrlich. Das sind alles nur heilige Sachen, die bringen mir überhaupt nichts. Entschuldige, was? Ihr haltet 4207 Rüstung, aber die Abklingzeit von den Rinden erhöht sich um 100%. Entschuldige, was? Das kann nicht stimmen. Was? Wenn es da steht, wird es wohl stimmen. Dann. Plus 4000 Rüstung? Ja, dann bist du eben war. Das passt doch mit deiner Triggerfähigkeit, ja, ne? Die Abklingzeit von den Rinnen erhöht sich um 100%, aber. Also bin ich ja dann irgendwie. Bin ich irgendwie. Ja diesen Ausrutsch-Move da nicht machen, ne? Hm. Ich rüste das jetzt aus. Pff. Okay. Also, ich werde dann irgendwie 20 Minuten länger irgendwie betäubt oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Hier drin. Betäubt. Ich meine, diesen Rutschangriff. Ich muss. Also nicht Angriff, diesen Rutsch. Ach, das ist das. Das ist er drin. Ah, okay, warte. 10. Bei mir dauert das jetzt 10 Sekunden. Wow, das ist ja richtig. Ich würde das jetzt nicht so als eine schlimme Sache betrachten, ganz ehrlich. Ja, ja, vorher war das 5 halt. Dafür 4000 Rüstung, ja, bitte, ja, hallo, Tausch, ja, finde ich irgendwie auch, ne? Ist das einzigartig oder was? Nö, das ist ein ganz normaler, nur okay. Legendär vermacht halt, ne? Okay, ja, zur Not habe ich ja noch meinen Rennangriff, wenn ich ausweichen will. Versuchen wir mal raus, warum nicht? Ich habe nur Schrott gekriegt, ey. Wir da sehen, wie das funktionieren wird. Oh, warte mal da. Legionsereignis. Immer noch in 5 Minuten. Was ist das hier? Weltboss. In 40 Minuten. Okay. Merken wir uns, ne? Oh, da können wir mal. Da sollen wir dann zu dem Zuckertypen hingehen. Ja, wir müssen auch die Dinger dafür haben, ne? Diese, die wir da reinpacken können. Naja, das müssen wir jetzt. Ich weiß nicht, wo wir die herbekommen. Von so Abtraumdingern oder so was. So. Warte mal, wie heißt diese? Wie ist das hier? Gasse des Verräters. In Trockenstäbe muss ich auch wieder vermerken, ja. Baugans Werk? Ich glaube ja, obwohl, nee, wo ist das? Ich sehe gerade nichts. Aber es sah, nee, haben wir nicht. Maugans Werk, ach so, doch, ja, doch haben wir. Nein. Boah. Ich glaube, ich habe hier gerade wieder was gefunden. Und zwar. Woher kommt mir irgendwie bekannt vor? Shivat Ruin. Shifta Ruin. Kirgistan. Ne, haben wir auch noch nicht. Aber das ist nur Level 23 wieder. Dort. Was? Komm dort, Tempel? Komm dort, Tempel?
Ja, du musst immer sagen, in welchem Bereich das ist. Ich habe das hier nach Bereichen immer alles sortiert. Hackensteppe. Wie heißt der? Kowort-Tempel? Kondor. Kondor-Tempel. M, Daniel, mit M. Nee, glaube nicht. In Trockenstäbe, ne? Nee, ich glaube nicht. Boah. Ja, ich habe auch Shifter-Ruinen. Shifter-Ruinen. Kirgistan. Nehmen wir auch noch nicht. So, Level 23. Keine Ahnung. Wo du hin willst, entweder zu deinen oder zu meinen. Aber dein ist Level 21, ne? Nein, sorry. Jetzt stelle ich mir eins hier an, das noch stärker. Ich habe nur das eine. Möge der Vater euch segnen. Ich habe gar nicht gesehen, was wir für einen Aspekt gerade bekommen haben. Blutkugeln, das ist was für mich. Okay. Boah, Busch, dumm. So. Zauberer. Komm dort, Tempel. Komm dorthin, Tempel. Ist eigentlich nicht schlecht, dann können wir ja wenigstens unsere Dinger hier, unser Tafelding hier leveln. Kriegst du eigentlich irgendwie mehr Bonus, je nachdem wie viele Dinger du da hast? Ich hab da irgendwie was, oder? Mehr anscheinend nicht. Hier diese Glyphen, ja, diesen Glyphensockel meine ich. Ja, was ist damit? Kriegst du ja nicht, je nachdem, wie viele du da aktiviert hast, noch einen Bonus? Warte mal, ich tu mal hier, ich konnte ja mal ausprobieren. Keine Ahnung, Daniel, da fragst du mich, warte. Kann ich das mal entfernen? Nein, nicht alle erstatten. Ist hier irgendwo einer, den ich kurz machen kann? Nein, sind alle verbunden. Ich kann nicht entfernen. Na, wenn du hier überhaupt für Boni in den Kabuff. Also ich bekomme hier. Also ich habe hier mal so Effekte, so für je 5 in Reichweite erworbenen so und so viel bekommt ihr mehr Schaden. Ich habe zwar den Bonus da kann dann, sein, dann ich achte da nicht so drauf. Ich habe zwar den Bonus noch nicht dafür freigeschaltet, aber wird trotzdem immer stärker. Okay. Ja, das kann gut sein. Aber da gehen wir rein da. Wo ist das? Ich will erstmal ein paar Sachen. Die Gegner hinterlassen Blutblasen, die explodieren. Geil. Ließ sich gut zerlegen. Also der steht nur gelegentlich. Monster verursachen zusätzlich 20% ihres physischen Schadens als Schattenschaden. Nehmt ruhig was übrig. Okay. Monster fügen Barrieren 100% Schaden zu. Okay, das ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Was liest du da gerade? Glyphensockel oder so? Nein, die Fähigkeiten von dem Dungeon hier. Ach so, Ja, von dem Altraum Dungeon, Daniel, das gerade aktiviert habe. Ja, wohl in einer halben Stunde schaffen. Für den Weltboss. Pünktlich zum Weltboss. Da wollen wir mal hoffen, ne? Ja. Das ist nicht wieder übermütig, Daniel. Das ist eine kleine, weiß nicht. Ja. Ich bin jetzt unbesiegbar. Kann gut sein. Mir kann jetzt niemand was anhaben.
Wahrscheinlich hatte ich nicht. Gut, dann kannst du ja den Zuckermann alleine besiegen. Ich mache mit meinen Dornen mehr Schaden. Der Tentakel, den dann durch die Gegend geschmissen wird von dem Tentakel. Oh mein Gott, Hilfe! Meine Dornen machen halt mehr Schaden, je mehr AP ich habe. Schadet halt nicht auf Rüstung irgendwie. Wenn auf Rüstung wäre, dann wäre natürlich perfekt hier. Ich frage, was ist der Unterschied zwischen mehr Rüstung und Schaden? Ich weiß nicht. Oh! Ach, die Dinger sind das, okay. Ja, ja. Ich dachte, weil dieser Schatten, der uns verfolgt. Blutblasen. Ich Schatten gesagt hätte, hätte ich Schatten gesagt. Ja. Wenn ich Schatten gemeint hätte. Ah, nee, meine war, glaube ich, mit dem Schatten. Ich lauf da einfach durch. Ja, ich kann nicht erwarten, wie der Daniel stirbt, weil der ist glaubt, der wird einfach nicht als Help me! Oh my gosh! Oh, der schlechte. Oh Gott, schon wieder. Oh, du schon wieder. Oh Gott. Oh, jetzt definitiv einfacher als letztes Mal. Und jetzt hat nur Level 75. Boom. Sehr geblieben. Der war 82. Stiefel, Heiliger, Lichthorn, Atom, Siegel, H. Okay, der war definitiv einfacher als der letzte. Oh, Amulett, Heiliges. Ja, gib mir mal ein paar mächtige Sachen. Ich krieg auch immer nur Heilige Sachen, ey. Boah. Oder goldene Sachen, die stärker sind, natürlich. Ich gucke gerade, steht da, da steht aber irgendwie nichts von ihr, von dem Schlechter oder so, bei der Beschreibung. Bin in den Fakten der Dungeon oder so. Ich dachte, das hatte irgendwas mit dem letzten Dungeon so zu tun, weil da irgendwie so ein Bein aus war oder so. Hat sich ja verzogen, der ist dann weg gewesen. Der hat sich zurück in die Höllen zurückgezogen, nachdem wir den verloren hatten. Ja, ja. Eis, 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 Eis. Eis, 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 Eis. Okay, ist hier irgendwo ein Buffer? Die nehmen ja. Oder auch nicht. Ich dachte. Oh, Eis. Oh, Eis. Aua. Mit dem einen aus, als wäre keiner in das andere Eis reingerannt. Ja. Hier ist irgendwo ein. Von rechts ist irgendwo ein Tagebuch. Hier ist ein Blut. Ja, genau. Ja. Hab ich schon. Hufe und Hörner. Blut und der Galle. Während die Menschheit verblutet, wird die Hölle ihren Platz einnehmen. Höhenflug ist aufgestiegen. Al Diabolos. Und als die Big Shots hier. Als die Obermacker hier. Mein Gott, sterben die einfach. Ja. So wird er gleich mit dem Zuckermann auch abgehen. Das ist auch Level 75. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ich wäre beinahe hochgegangen, die Blutblase. Ich
Bist du einfach eine leuchtende? Aha. Keine Blase. Nimm das, du blöde Stadt. Paragonienpunkt. Boah. Ja, Tank haben wir ja auch noch. Elixier, meine ich. Für Erfahrungsbonus habe ich ganz. Ja, ich dann gedacht. Was haben wir denn hier? Autsch. Autsch. Schwaches Blitzwiderstand. Ich nehme die eigentlich nur für den Erfahrungsbonus. Ja. Ich dachte früher, wir tun irgendwie viel schneller leveln als vorher. Ja, irgendwie schon. So, habe ich noch irgendwo einen Stärkepunkt? Stärke, Stärke, Stärke. Das Einzige, was ich hier noch brauche. Irgendwo Stärke, so ein bisschen Stärke. Bisschen Stärke. Irgendwo. Ich glaube, ich habe alle Stärkepunkte auf meinem Brett hier eingesammelt. Ich glaube, ich habe jeden Stärkepunkt hier ein. Berserker-Modus-Dauer. Ich glaube, ich habe jeden Stärkepunkt eingesagt. Ich hatte keinen mal gefunden jetzt. Ich kann es ja für Geschicklichkeit gehen oder Willenskraft. Ja, ich habe vergessen, was das für mich macht. Ja, ich auch, aber das hat ja bei dir angefangen. Die Stärke tut bei mir die Rüstung erhöhen. Ressourcenerzeugung, erhaltene Heilung, Überwältigungsschaden. Kritische Treffer, Chance, Ausweichchance. Was ist Intelligenz? Das ist Intelligenz. Widerstand gegen alle Schadensarten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was macht denn Intelligenz bei dir nochmal? Widerstand gegen alle Schadensarten. Warte mal, ich verstehe kein Wort. Widerstand gegen alle Schadensarten. Das ist doch gut. Ja. So, irgendwo müssen wir ja noch einen erledigen. Irgendwie fehlt hier noch was. Hm. Wo ist er? Bist du da? Das hier Low-Level Kreaturen. Ja, Daniel, der Obi-Wan hat ein Kampfduell mit General Grievous gemacht. Ja. Aber Alter! Hat sich gesagt, dass du das nicht verstehst, warum? Ja, warum wir beim Anfang zu tanzen. Ja, das ist, macht im Deutschen nicht so viel Sinn, weil der dann sagt, ihr seid am Cool. Aber im Englischen sagt er your move. Ja, yeah, it's your move, ja. Yeah. Ja, ihr Move, das kann aber gesagt werden, wenn jemand zu einem Tanzführer kommt. Ah. Ja, da heißt das auch Your Move. Im Deutschen macht das nicht, weil der sagt, ihr seid am Zug. Ja, ja. Oh, hier ist sowas. Nein, der Truhe waren bei mir ganz viele. Zwei Stücke. Boah.
Wer wagt den Donner anzugreifen? Ich habe hier auch eine riesige Goldgegner. Da ist die Blase hochgegangen. Weiter. Treffen die Blasen uns überhaupt, wenn wir zu weit weg sind? Ich bin noch nicht bereit. Wahrscheinlich nicht, aber. Stand da Tür des Kummers? Ich muss warten. Das ist wieder hier derselbe Ort, wo das Echo von Elias war. Aua. Aua, du tust mir so weh. Nein, bitte nicht. Dieser Schmerz. Oh, ich habe was Einzigartiges. Eine Waffe. Was ist das? Minus 804. Ramalden ist Opus Magnum. Okay. Allerdings fällt dir jede Fertigkeiten, die die Waffe nutzen, verursachen 0,2% mehr Schaden pro Wutpunkt, über den ihr verfügt. Allerdings verliert ihr jede Sekunde 2 Wut. Ihr macht minus 804 Schaden, als was ich jetzt habe. Das ist ein bisschen. Ja. 10 Minuten dafür gebraucht ihr? Oder nicht? Ja. Ja, da steht noch 10 Minuten, 20 Minuten, bis der Weltboss kommt. Okay. Ich glaube, die werde ich bar auseinandernehmen. Und die gibt mir 9 Skin, die Waffe. Okay. Nein, verdammt, ich habe schon wieder schon wieder vergessen, Punkte da reinzupacken in den Ding. Lass mich da noch rein. Gott. So, gib mir das. Ist ja wieder reingegangen? Ja. Ist ja so ein Portal. Ich vergesse das. Du bist so ein Loser dann.